Peace Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Heute haben wir eine Premiere am Start, wie ihr sehen könnt. Es geht um das allererste Quiz, was wir auf diesem Kanal spielen. Ich gemeinsam mit euch, gegen euch, wie ihr auch es sehen wollt. Mit dem ersten Quiz geht's los, ob wir den Fake-Sneaker von dem wahren erkennen können. Mit dabei habe ich mir professionelle Hilfe von meinem Broski Joscha geholt, der die ganzen Bilder hier bearbeitet hat. Er hat die Schuhe sich ausgesucht und ein bisschen bearbeitet. Mal gucken, ob ich die Fakes von den Realen erkennen kann oder ob ich so ein Sneakerhead bin, wie ich natürlich denke, dass ich die Fakes hier erkennen kann. Aber wir werden es gleich sehen. Erstmal würde ich euch bitten und ihr würdet mir einen Gefallen tun, wenn ihr einmal hier auf der Instagram-Seite vorbeischauen könnt bei Joshua The Eye Visual Papa Joshua. Danke nochmal fürs Bearbeiten. Geht auf den Instagram-Kanal. Der erste Link in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Zeit dem Bruder Liebe und Dankeschön nochmal. Starten wir nicht lang rum, würde ich sagen, fangen wir mit dem Sneaker-Quiz an. Joshua hat sich 5 Schuhe rausgesucht, welches sind, werdet ihr natürlich gleich sehen. Genau, wir schreiben uns da natürlich gleich einmal auf, rechts oder links, welcher Schuh richtig ist. Und dann gucken wir am Ende, wie viele wir oder wie viele ihr auch richtig habt. Und dann würde ich mal sagen, starten wir mit dem ersten Schuh. Und dann gucken wir mal, wie wir uns hier schlagen. So, ich bin jetzt rechts oder links irgendwo in der Ecke. Da habt ihr die ersten beiden Schuhe. Ein Air Force. Ich kenne das Modell tatsächlich nicht, aber wie ihr sehen könnt, ist es ein Air Force. Und ja, welcher davon oder was ist daran fake oder nicht? Gucken wir mal. Da setzen wir uns natürlich meine Brille auf. Oder ich meine Brille, damit wir es besser sehen können. So, gucken wir mal, was hier fake ist und was nicht. Okay. Das hier ist hier und hier. Okay, hier unten scheint alles richtig zu sein. Der Hacker auch. Also hier unten ist alles richtig. Der Nike Swoosh auch. Er hat gesagt, er hat es mir nicht so einfach, aber auch nicht so schwer gemacht, so Mittelding. Ich denke mal, das hier, also dieses Nike Air Force One, ist das einzig falsche. Oder das einzige, was geändert wurde. Und ich denke tatsächlich, dass der linke tatsächlich der Real ist. Heißt, rechts ist fake. Heißt, wir sagen, links ist echt. Machen wir noch eine Nummer 1 davor. So. Also links ist echt, rechts ist fake beim ersten. Machen wir weiter mit dem zweiten Schuh. So, da haben wir den zweiten Schuh, auch wieder ein Air Force. Gucken wir mal, was hier falsch sein sollte oder ist. Also hier von hinten durch Hacke, sieht gleich aus. Der Swoosh auch, farbliche Abtrennungen auch. Dieses Zeichen hier, ACB, ich weiß nicht, welches Modell das ist, aber das sieht auch gleich aus. Hier unten eher Striche. Nur zwei. Hat das Ding nur zwei Dinger? Ich kenne den Schuh ehrlich gesagt gar nicht, aber anscheinend hat er nur zwei Dinger. Also hier zwei Löcher für die. Digga, was ist an dem Schuh falsch? Digga, Joshua, einer denkt, es geht um Leben und Tod, Digga, wird er überarbeitet? Digga, was ist hier falsch und was ist richtig? Warte mal kurz. Sind die Punkte hier alle richtig? 1, 2, 3. Digga. Joshua, Digga. Krank. Einer denkt, es geht um Leben und Tod, Digga, hier. Also ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, aber achtet mal auf diese Punkte. Diese 1, 2, 3, 4 und hier sind nur 2. Digga, Joshua, krank. Also entweder bin ich blind oder das... Also ich finde, das ist behindert stabil bearbeitet. Digga, lel. Das ist echt. Ich glaube, das ist... Ich glaube... 2. Ich bleib bei 2. 2 links ist echt. Rechts ist fake. So, dann machen wir weiter mit dem dritten Schuh. Der war nicht schlecht, mein Freundchen. Der war richtig gut bearbeitet, ich schwöre. So, dann machen wir mal. Okay, schwarz-weiß. Dann muss ja irgendwas. Gucken wir mal. Also, das ist wahrscheinlich dieser. Ich weiß nicht, was das ist, Digga. Aber was für ein Schuh das ist. Aber ich glaube, der ist zum 20.04. rausgekommen. Ne, zum. Ja, moin, zum 24. geht's ja schlecht. Zum 20.04. glaube ich, wegen 420. Irgendwas mit. Ja, damit. Welcher ist hier falsch, Digga? Also, 1 und 4. Einer von 420. Davon gab es halt nur 420 Paare, deswegen diese Beschriftung. Ich glaube, entweder das ist meine Brille oder das ist ein unterschiedliches Grün. Aber welches ist richtig? Also wenn ihr mal so guckt von den grünen, von den farblichen Abstimmungen, dann denke ich, dass rechts eher besser passt. Hier ist zwar das Grün ein bisschen dunkler und sättiger als das links, aber ich finde rechts, also finde ich vom Farbschema her besser passend. Oder am I trippin', Digga? Ich sag rechts. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber rechts ist echt.
finde ich. Also sonst an der Sohle ist nichts hinten, also diese kleine Lasche hier. Farbliche Abstimmung auch die Laces sind richtig. Hier oben Naht, das hier auch. Ja, rechts. Bleib bei rechts. Ich bleib bei rechts. Dann machen wir weiter mit Schuh Nummer 4. Gucken wir mal, was da ist oder was Joshua sich da rausgesucht hat. So, hier haben wir Sneaker 4, den Fear of God. Ich weiß nicht, welcher das ist. Der zweite, glaube ich, ist der aus Leder. Ja, so Teil Leder, Teil Stoff. Okay, gucken wir mal, was hier unterschiedlich ist. Ist das die Schrift? Also, was mich schon mal ausfällt, ist natürlich das hier. Blau und so lila. Ich glaube, blau ist richtig, Digga. Ich glaube, rechts auf den ersten Blick. Gucken wir nochmal schnell rüber. Dreieck, okay. Nike-Zeichen ist hier. Air Fear of God, das stimmt auch. Ah, ich sag rechts. Das Blau passt viel besser zu diesem weißen oder zu diesem Cremefarben. Rechts ist echt. Also, come on, das ist Nummer 4. 4 sage ich, rechts ist echt. So, dann machen wir weiter mit dem letzten Schuh. Gucken wir mal. So, was er da hat. Als letzten Schuh haben wir den Nike SP Adapt. Also, ich finde, das ist ein Adapt. Wenn ihr den Schuh nicht kennt, der ist mit Self-Lacing. Also, wenn ihr reintritt, ist das, glaube ich, der sich self-laced. Oder es gibt, glaube ich, auch eine Variante davon ohne Lacing. Also halt ohne, ey, ich weiß nicht, wie das heißt, Digga. Schnürsenkel. Moin, Meister. Ohne Schnürsenkel. Ja, gucken wir mal, was hier falsch ist. Okay. Auf den ersten Blick sehe ich, okay. Hier rechts an der Hacke sind 4 Punkte, hier sind 3, okay. Von dem weißen, also von dem farblichen her stimmt das soweit alles eigentlich überein. Ah, dann haben wir hier noch ein Nike-Zeichen drin, das hier, das haben wir nicht. Zwei Dinger hier, oben eine Schlaufe. Digga, was ist echt und was nicht, Digga? Oh no. Digga, das ist echt eine gute Frage gerade. Also ich sag so unspaß, Joshua hat erstmal einen behindert guten Job gemacht. Ich kann einfach nicht erkennen, ob welches davon reinbearbeitet ist oder nicht. Digga, bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber ich glaube, 5. Ich sag rechts. Aber Digga, dann hab ich links, links, rechts, rechts. Ich muss links sagen, oder? Nein, ich sag rechts. Rechts. Rechts ist echt. Also rechts ist echt, meine lieben Freunde. Bin ich mal gespannt, ob wir das richtig haben oder nicht. Da lösen wir gleich mal auf. Bevor wir das auflösen, ohne zu cheaten, würde ich mal gerne mal wissen, wie ihr abgeschnitten habt. Schreibt mal gerne mal in die Kommentare rein. Also pausiert das Video, guckt gerne mal kurz in die Kommis, schreibt mal rein, was ihr alles richtig hattet und was nicht. Oder was falsch war. Würde mich gerne mal interessieren. Und dann lösen wir jetzt mal auf. Gucken wir mal, wie ich mich geschlagen habe und wie ihr euch auch geschlagen habt. Und dann gucken wir mal. So, also Joshua schreibt, beim SB Adapt. Heißt der Nike Adapt BB, so. Ist rechts richtig. Was hätte ich noch geschrieben? 5 rechts. Okay, okay. Haben wir schon mal einen Punkt hier, mein Lieben. Ein Punkt schon mal richtig. Dann gucken wir weiter mit 4. Was hatten wir bei 4? So, da hatten wir den, wie hieß der nochmal, Digga? Fear of God. Fear of God. So, bei dem Fear of God schreibt Joshua, dass rechts richtig ist. Mit diesem Blau hier. Der Schätz, Boss. Spaß. Aber rechts hatte ich auch gesagt, bei 4 ist also auch richtig. 2 von 2. Dann gucken wir weiter bei Nummer 3. Bei 3 sagt Joshua, links ist richtig. Ich habe rechts gesagt. Eieiei. Also sagen wir 2 von 3 richtig aktuell. So, machen wir weiter mit dem vorletzten Schuh. So, der Nike, ich nenne es mal ACV Air Force, war, was sagt Joshua denn nochmal? Joshua sagt links bei dem ACV und wir hatten gesagt links bei dem zweiten. Also haben wir jetzt 3 von 4. 3 von 4 haben wir richtig, meine lieben Freunde. Nicht cheaten, schreibt ehrlich gesagt rein, wie ihr abgeschnitten habt. Würde mich mal gerne interessieren. Dann machen wir jetzt mal mit den letzten weiter. Das war der Air Force. So, und dann haben wir den letzten. Das ist der Air Force Utility, heißt der tatsächlich. Und da hatte ich gesagt, eins ist links ist echt. Und Joshua sagt, rechts ist echt. Moin, Meister. Also haben wir 3 von 5. Nicht so eine gute Quote, sag ich. Aber es war schon stark bearbeitet, wenn ich das hier gerade so sehe. Rechts, links. Ja, schon echt stark bearbeitet. Also, meine Lieben, ich hatte tatsächlich nur 3 von 5 richtig.
nicht so, ist okay, kam es Steigungspotenzial da, bin ich nicht so zufrieden, aber machen wir beim nächsten Mal natürlich besser. Dann sind wir tatsächlich auch schon beim Ende angelangt. Wenn euch so ein das Video gefallen hat mit Quiz, errate den Fake Sneaker, errate dies oder errate das, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Peace.